Ja, hi ho, meine lieben Rollenspielfreunde. Es geht jetzt endlich mal richtig los mit Legend of Grimrock, Labyrinth of Liars. Und ich merke irgendwie gerade, dass wir auf Level 3 angefangen haben. Ach, auch gut. Ja. Wir hatten ja das Abo-Special Mitte letzten Jahres. Das ist jetzt auch schon eine Weile her, deswegen muss ich bisschen mich wieder daran erinnern, wo wir überall waren und wo noch nicht. Zum Beispiel, dass wir hier durch die Gänge durch sind. Das hier allerdings noch nicht wirklich gelöst haben. Und noch viel vor uns haben. Ja, wir haben. Oh, Fackel wird dunkler. Die ist leider auch schon angebrannt. Na gut, hier vorne haben wir Licht, das sollte gehen. Also, wir hatten das letzte Mal hier dieses tolle Rätsel hinter uns gelassen, was echt nervig war. Da sehe ich Spinnen. Netze. Dahinter höre ich Pilze. Und das sieht wie eine Gruft aus. Da ist ein blauer Kristall. Do not touch the crystal. Monstros. Required Skill Stuff Defense. Ja, du bist ja eh, glaube ich, ein Sch. Nee, du bist ein Magier. Scroll of Magic Armor. Scroll teaching the sapling spell Magic Armor. Earth Magic. Du hast Earth Magic. Tarion is not skilled enough. Ach, Earth Magic 10 wird benötigt. Ja, gut. Cure a Poison Champion, der Anti-Venom Potion. Ice Magic hast du noch nicht hoch genug, ja. Feuer und Eis, Luft und Erde. Gut, hier scheint es weiterzugehen. Scroll of Magic Arrow. Stuff Defense 3. Und was ist das? Scroll of Teaching the Ripple Spell. Regeneration? Ein Grund auf Ice Magic zu skillen. Ein Heilzauber. So, ich würde mal sagen, da wir eh gerade erst Safe gemacht haben. Do not touch this crystal. Ja, der Crystal hat uns geheilt und ein Autosave gemacht. Sehr gut. Scheint aber nichts Böses gemacht zu haben. There are no more traps. You are safe now. Head the other way. There's nothing here. Ja. Au. Das Ding will mich verarschen. Oh. Ernsthaft? Das ist nicht gut. Okay. Autsch. Ja, guter Anfang. Laden wir mal das Autosave. So viel dazu, dass da keine Fallen mehr sind. Hier hinter höre ich jede Menge Hörder. Gucken wir doch erstmal hier lang. Oh. Einer von den Jungs.
Oh, Fireburst kannte ich doch gar nicht. Auch gut. Habe ich jetzt Gott sei Dank gelernt. Um den da auszuschalten. Time must learn that spell before casting. Aha. Oh, und ich habe nicht dran gedacht. Ja, die beiden hinken jetzt etwas hinterher mit dem Erfahrungspunkten. Es geht aber eigentlich noch. Ja, Mage Light. Fireburst, da ist er ja. Den haben wir, glaube ich, am Schluss irgendwann gelernt. Und hatten ihn noch nicht benutzt. Wow. Ich hab dich gar... Irgendwie habe ich dich gehört, aber ich habe dich gar nicht richtig wahrgenommen. Werfen bringt nichts. Du musst schon deine Schleuder benutzen. Kristall ist wieder aufgeladen. Ja. Die droppen leider ihre Speere nicht. Das wäre hilfreich für die hintere Reihe. Und ja, nimm mal die Fackel. Und du isst mal was. Du bist nämlich ein bisschen angeschlagen. So, eine frische Fackel. Und da geht wieder was auf mit noch einem Legionär drin. So. Klappt ja noch einigermaßen. Das Problem ist, ich höre da hinter ihm noch einen anmarschieren. Deswegen bleibe ich jetzt mal dezent hier stehen. Ja, ich höre hier irgendwo einen rumlaufen. Und nehme mal eine gute Fackel, damit wir mehr Licht haben. Hier war der drin. Hi. Jetzt müssen wir dich ausschalten. Wir sind aber out of energy, was nicht so schön ist. Jetzt nicht mehr zum Glück. Hat der getroffen? Weiß ich gerade gar nicht. Komm. Ich weiß halt leider nicht, ob uns das irgendwie schadet, wenn wir den blauen Kristall antatschen. Ich sehe halt nicht wirklich, was auf der... hier unten in der Anzeige, ob wir irgendwie Erfahrungspunkte oder so verlieren, wobei ich es nicht glaube. Jedenfalls scheint es nicht so der Fall zu sein. Okay, hi. Das war richtig? Ja. Das Problem ist, ich höre nämlich immer irgendwie zwei von denen. Komm. Und ja, ich weiß, so
komme ich irgendwie ziemlich langsam voran. Can't reach, das war verklickt. Aber ich komme wenigstens voran. Oh, jetzt greift sie an, die keine Steinchen mehr hat. Okay. Was bringt eigentlich der Stab? Attack Power Reach Weapon. Das heißt, er kann damit von hinten angreifen. Undead Bane and Battlemage Equipment. Deals extra Damage. Dreifach Skills to Undead Monsters. Okay. Da könnte man sich fast überlegen, ob man einen von beiden auf Stuff Defense skillt. Ja, ich habe sie ja schon auf Stuff Defense geskillt ein bisschen. Der braucht da allerdings 6 Stuff Defense. Jo. Und ich höre, wie hier schon wieder was aufgeht. Und ich habe gerade gesehen, da liegt ein Herder Cap oben im Regal. Und ein Grim Cap war das, glaube ich. Ich höre eine ganze Kampagne. Der hat mich, glaube ich, gesehen, deswegen ziehe ich mich mal ganz dezent und langsam zurück. Immer wieder out of energy. Ob das so klug war. Okay. Wir haben ein Speer für die hintere Reihe. Ich höre noch mehr Gegner. Also mal kurz alles auffüllen. Nicht immer verklicken. Ich tausche mal kurz. So, ich höre gerade nur dich laufen. Schon wieder verklickt. So, dankeschön. Oh. Uncool. Ich finde zwar schön, dass das immer so viele Erfahrungspunkte gibt, aber... Ja, werfen. Bringt leider nicht viel. Da ist noch einer. Wie viele kommen da noch? Wie schön, dass er gerade ein Problem damit hat, uns zu treffen.
Ja. Wie schön, dass ich gerade ein Problem damit habe, ihm Schaden zu machen. Weil er ist ja, glaube ich, eher auf Schwertkampf getrimmt.